Der Genesungsprozess geht gut voran, fühlt sich gut an. Der Doktor sagt, es ist alles okay, es läuft sehr gut nach Plan. Und daran halte ich mich und jetzt arbeite ich mich peu à peu voran. Ich denke, es war eine klare Sache. Eine 4-0 ist immer ein schönes Ergebnis für die Offensive als auch für die Defensive. Und der Spieltag war für uns mal wieder. Und insofern ist es, glaube ich, ein schönes Wochenende. Ich hatte das Glück, das auch mal erleben zu dürfen. Es ist klar eine schöne Sache. Ich glaube, es geht unter die Haut. Kommen Emotionen hoch, es kommt auch Freude hoch und ja, man ist endlich da wieder, wo man stehen will. Und das ist einfach das schönste Gefühl. Man leidet immer mit, wenn sich ein Mitspieler schwerer verletzt und da auch sich eine Operation unterziehen muss. Das ist nichts Schönes. Dennoch weiß ich, dass der Philipp auch schon mal was Schwerwiegendes hatte. In der Vergangenheit schon Lichtjahre wieder weg und insofern weiß er, glaube ich, was auf ihn zukommt und er wird es meistern. Dafür ist er einfach zu big im Business. Ja, das ist natürlich auch eine Qualität, dass wir einfach vorgesorgt hatten oder dass ja, unsere Bosse das vielleicht auch ein bisschen vorgesehen hatten, dass wir vielleicht Probleme kriegen werden mit Verletzungen.